Willkommen hier beim Military Trekking Oberberg. Heute haben wir den 1. August 2021. Könnte aber auch ein Novembertag sein. Temperatur nicht gerade hoch, aber angenehm. Und das macht sich auch jetzt natürlich wieder hier in der Natur bemerkbar. Viele, die ja jetzt einmal im Wald arbeiten müssen, zwangsmäßig wegen dem Borkenkäferbefall, den gerade hier das Oberbergische knallhart getroffen hat, sind jetzt in den Wäldern unterwegs. Ja, ich wollte eigentlich auch mit euch zu unserem Grundstück. Wir haben ja auch so ein bisschen kleines Waldgrundstück mit dem Teich. Und da sind sie auch direkt nebenan Bäume am Abmachen, so dass das mit den Aufnahmen also in die Hose gegangen wäre von dem Lärm, von Motorwellen und so. Also bin ich jetzt unweit von unserem Grundstück ausgewichen, hier in dem Wald. Ja, kann sein, hier unterhalb von hier ist eine Ortschaft. Kann man sein, ein bisschen was Lärm hört. Aber ich wollte jetzt auch nicht noch, wer weiß wohin, ausweichen. Und wie ihr gerade eben am Anfang gehört habt, ausgerechnet heute ist hier auch die Einflugschneise für den Köln-Bonner Flughafen. Aber nur ist halt so, will man machen. Leben in der Lage. Also machen wir das heute so. So. Wollte heute noch mal ein Filmchen machen und ist ja auch immer schwierig, was kann man machen oder was will man den Leuten zeigen? Soll ich jetzt kreuz und quer wieder durch den Wald laufen mit denen oder so? Und dann ist mir was aufgefallen in einem Billigladen und das habe ich mir was gekauft. Solche Planenclips, die zeige ich euch nachher vom Nahen. Und da habe ich mir gedacht, ja, habe ich auch schon mal bei diesem ganz großen Online-Händler, wenn man sich was kauft, gesehen, dass da die günstigeren Planen, sage ich jetzt mal, der Kauf scheitert nicht daran, dass die Planen schlecht sind oder dass die nicht wasserdicht oder UV-beständig sind. Nein, meistens scheitert der Kauf daran, dass die Planen nicht so viel Schlaufen haben. Jetzt kommt gerade ein Trecker. Ich mache jetzt mal gerade, unterbreche ich die Sache und mache danach weiter. Okay. Ja, der Trecker, der hat jetzt gerade hier raufgefahren, der hat da oben angehalten. Ich denke mal, der wird da oben gleich auch anfangen, Bäume abzumachen. Zurückzukommen zu diesen Planenclips hier, wie gesagt, mit diesen Tabs, die Leute sich dann nicht kaufen oder kaufen, scheitert meistens daran, dass die nicht genug Schlaufen haben. Und ich habe jetzt für ganz kleines Geld solche Planenclips gesehen und habe mir auch ein Tab bestellt, was im, sag ich mal, etwas über 20, also zwischen 20 und 30 Euro gekostet, habe gedacht, das hat zwar nicht so viel Schlaufen, aber das würde sich anbieten, das mit diesen Clips mal zu testen, wie das funktioniert. Das will ich nachher auch machen. Ich denke mal, ich baue nachher so ein A-Frame auf und teste mal mit den Clips, wie das funktioniert, ob das hält und so. Das besprechen wir dann aber nachher, weil ich muss hier wieder weg, weil ich denke mal, gleich jeden Moment wird hier eine Motorsäge losheulen. Und ja, ist leider so. Aber wie gesagt, Leben aus der Lage. Wir wechseln zum anderen Standort heute noch. Ich will das auf jeden Fall heute noch probieren und testen, wie die Clips funktionieren. Weil ich denke, das ist ein echt toller Clip und man muss dann nicht gerade so diese ganz teuren Planen oder Tabs kaufen oder Baschas. Dann tun es auch für die Hobby-Bushcrafter oder die Leute, die zwei, dreimal im Jahr unterwegs sind, sage ich jetzt mal, da reicht das als Sonnensegel oder als Wetterschutz oder als Windschutz auch einen günstigeren Plan. Da müssen nicht die Planen sein, die weit in die 100 Euro kosten. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Klar, die Leute, die aus dem Profibereich das machen, für die ist das was anderes, sehe ich dann auch so, aber ich denke mal, es gibt wahrscheinlich da Tausende von Hobby-Leuten, die das hobbymäßig machen. Und vielleicht auch dadurch, dass sie eine Mietwohnung haben und die Kinder haben und dann sich schon mal eine Auszeit nehmen möchten, aber auch vielleicht nicht das Geld haben, sich die hochwertigen, teuren Sachen zu kaufen, sondern die müssen halt mit weniger auskommen. Ist ja auch keine Schande.
Und ja, da bietet sich das halt an und das wollte ich euch gleich mal vorstellen. Okay, ich zeige euch das dann, wechsle dann wieder den Standort, hoffe, wo wir dann vielleicht ein bisschen mehr Ruhe haben und dann, wie gesagt, dann baue ich mal ein A-Frame auf und schau mal, wie sich die Clips da schlagen, aber das werdet ihr auch dann nachher sehen. Okay. Ja, habe jetzt hier ein schönes Waldstück gefunden. Hier nebenan ist eine Wiese mit ein paar Kühen drauf. Circa hier oben rauf, denke ich mal, auch so 250 Meter verläuft noch ein Wirtschaftsweg oder Wanderwirtschaftsweg. Und hier circa auch hier 200 Meter unterhalb von uns verläuft eine Landstraße. Deswegen könnte gleich sein, dass wir ein bisschen was PKW oder LKW oder Motorradlärm hören oder vielleicht auch sogar wieder einen Trecker fahren. Ist halt so. Ja, ich will hier gleich nachher mal Paracord spannen und dieses A-Frame aufbauen und dann, wie ich eben schon mal gesagt habe, diese Clips testen. Die zeige ich euch jetzt mal vom Nahen, so ein Clip. Ich denke mal, man kann das sehen einigermaßen. Und hier, könnt ihr vielleicht sehen auch, ist eine Rödelschraube. Die drehst du mal. Die kann man hier aufdrehen. Hier drin ist auch eine Verzahnung, aber die Verzahnung ist auch nicht ganz scharfkantig, also ist abgerundet, so dass das Tarp beim Zusammenquetschen oder Zusammenrödeln, sage ich jetzt mal hier mit dieser Rödelschraube, dass da auch nichts passiert, also dass da irgendwas kaputt gemacht wird oder so. Und hier könnt ihr sehen, ist auch noch ein Auge und das zeige ich euch auch, habe ich auch dazu gefunden, da gibt es diese Gummis. Auch für ganz kleines Geld, diese Gummis, die kann man dann hier durchrödeln, wie ihr seht, die rödelt man so durch und dann kann man hier den Hering durchstecken und das Teil hängt ja dann am Tarp. So, so viel zu diesem, ja, zu dieser Klemme. An Tab und wie gesagt, die gibt es in diversen Billigläden, sage ich mal, da gibt es ganze Ketten von und ja, ich will jetzt auch keinen Verkaufsreklam oder so machen, sondern ich will ja eigentlich die Männer und Frauen draußen ansprechen, die vielleicht das Hobby hier auch gerne machen möchten und vielleicht aber finanziell nicht in der Lage sind, sich die teuersten Sachen zu leisten. Und ja, es gibt auch in diesem unteren Segment tolle Sachen. Und ja, damit kann man auch die kleinen Abenteuer erleben. So, okay, dann baue ich jetzt mal das A-Frame auf und teste die mal. Dann könnt ihr ja gleich wieder sehen. Ja? Okay, bis später mal. So, wie ihr seht, jetzt die Klemme. Ich gehe mit der Klemme jetzt hier so ran. So.
und dann wird das einfach so verschraubt. Sitzt jetzt hier auf der Naht mit den Zähnen. Oder so, wird festgemacht. Ich komme jetzt mal näher ran. Ich hoffe, dass ihr das jetzt so seht. Dass ihr das so sehen könnt. Also so ist es fest. Ne? Hier oben mit der Schraube. Und dann wird es jetzt einfach gespannt. Ich spanne es jetzt mal. So, und wie ihr seht, das spart, also es, aber ich muss noch ein bisschen gerade, ich habe was schräg gespannt, ich muss was gerade machen. Ja, und also hält einwandfrei die ganze Sache. Man kann es auch vielleicht hier oben drüber gehen, ich bin jetzt auf die Naht gegangen, aber das kann ja auch jeder so wissen oder machen, wie er möchte. Wie gesagt, ich muss jetzt natürlich wieder die Ecken abspannen dazu, aber das ist ja auch jetzt hier eigentlich nur mal für euch zu Demonstrationszwecken. Wie gesagt, ich zeige euch jetzt mal oben an den Fürstlein, wie ich das da gemacht habe. Geht auch Ast rein damit. So. Könnt ihr sehen. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Man kann es dann hier auch gut abspannen. Den Knoten kennt er ja, denke ich mal. Ja. Ne? So. Und oh, hinten auf der gegenüberliegenden Seite müsst ihr es auch auf die andere Seite machen, den Clip. Und ich habe jetzt den Knoten nach unten gemacht. Das hat das schon meinte, wenn hier Wasser lang läuft, dass es hier auch abtropft. Nur dass es nicht weitergeführt wird. So, zeige ich da hinten auch mal eben. So. Hier habe ich es auch so gemacht. Ne? Seht das ja? Hier wieder mit dem Knoten. Knoten kennt er ja. So, dann kann man es spannen. Wie gesagt, hier ist auch den Knoten nach unten gemacht. Fertig. Ja, ich habe jetzt nicht hier unten mit dem Feuerzeug das hart gemacht oder versenkt, muss ich noch machen. Aber wie gesagt, das ist ja auch nur zur Demonstration heute gewesen. Heute Morgen aufgestanden und überlegt, komm, mach das eben. Also jetzt nicht groß vorbereitet, eigentlich auch nicht. Ja, aber ich wollte euch das einfach nur mitgeben, weil ich finde, das ist eine gute Idee gewesen, hat sich eine Gedanken gemacht. Und wie gesagt, da kann man jetzt natürlich ohne Ende, wenn man das will, Clip noch dran machen. Ne? Ja, okay. Ja, das soll es soweit gewesen sein von mir. Wollte euch aber nochmal hier diese Clips zeigen. Und hier diese Gummis. Und diese Gummis natürlich, die brauchen wir, wenn man ein A-Frame aufbaut, was bodengleich ist oder bodennah ist, sag ich mal, dann kann man hier mit diesen Gummis die Clips festmachen und dann die Heringe durch diese Gummis tun. Die geben dann auch was bei stärkerem Wind nach, sage ich jetzt mal, dadurch reißt das auch nicht direkt raus. Ja, und gefunden habe ich diese in den, ich sage mal so, da wo diese Discounter, Lebensmitteldiscounter sind, da sind auch andere Ketten. Und da ist bei einer Kette, wo diese Sonnensegel sind, sage ich jetzt mal, wo der Gartenzubehör, Sonnensegel sind da und da in der Nähe sind diese Clips hier und diese Gummis. Ich meine, ich habe jeweils 3,99 € bezahlt, also keine 10 Euro für beides zusammen. Und habe ich ja eben auch schon mal, es muss ja nicht immer das Teure sein. Wie gesagt, derjenige, der sich ein teures Tab für, sage ich jetzt mal, 90 oder nach oben ist alles offen, Euro nicht kaufen möchte und sagt, nee, mir tut es auch eins für die 3-4 Mal, wo ich was mache, ein günstigeres, das so im Segment um die 30 Euro liegt. Hat aber da nicht so viel Schlaufen. Ihr könnt euch hiermit behelfen. Wie gesagt, alles gar kein Thema. Augen aufhalten und dann findet ihr die schon. Ja, das sollte es jetzt soweit gewesen sein für mich für heute. Und
Inwieweit ich gleich noch ein paar Aufnahmen mache, weiß ich nicht. Muss ich mal schauen. Ja, ich muss jetzt noch, ja, ich sag mal, gut eine halbe Stunde zurück zum Auto. Und ja, ich hoffe, der Film hat euch gefallen. Würde mich auch freuen, wenn ihr mir ein Like gebt und meinen Kanal abonniert. Und dann würde ich jetzt sagen, wir sehen uns.